So Leute, da sind wir wieder und wir haben heute mal ein Video der anderen Art. Wie ihr vielleicht im Titel schon gesehen habt, gibt es heute eine kleine Arena-Challenge. Und ich bin heute übrigens auch nicht alleine da, denn bei mir ist heute der Benny. Ja, moin. Und der Monster Place. Guten Tag, Leute. So, was machen wir hier heute genau? Wir haben, wie gesagt, schon eine kleine Arena-Challenge. Ihr seht es hier schon an meinem ersten Bild. Das wird euch der Monster Place jetzt gleich ein bisschen genauer erläutern. Yo Leute, also erstmal, was genau ist die Arena Challenge eigentlich? Die besteht aus 8 Arenen, 4 Top 4 Kämpfen und die Besonderheit ist, dass von Anfang an ein Champ vorhanden ist. Aber der ist noch geheim, also dass ihr da ein bisschen Interesse zeigen könnt. Die Kämpfe werden im 6 gegen 6 Einzelkampf ausgetragen, wie es halt so üblich ist. Und zu den weiteren Regeln werden wir gleich kommen, da werden wir auf jeden Fall jede einzelne Regel erklären. So, dann erstmal ein bisschen was zu den verbotenen Pokémon und Items. Zuallererst mal Mewtwo, Lugia, Ho-Oh, Logok mit Temposchub. Dazu will ich sagen, dass Logok mit Großbrand dürft ihr benutzen. Kyogre, Groudon, Rayquaza, Deoxys, dabei sind alle Formen gemeint. Dialga, Palkia, Giratina, ebenfalls beide Formen. Darkrai, die Zenitform von Shaymin, die normale ist ebenfalls okay. Arceus, Reshiram, Zekrom, Demeteros in der Inkarnationsform, die Tiergeistform dürft ihr benutzen. Kyurem, allerdings auch hier nur das Weiße, das Schwarze und das Normale sind hier vollkommen okay. Genesect, Quajutsu mit Wandlungskunst, das mit Sturzbach dürft ihr hier wieder benutzen. Durengard, Xerneas, Yveltal. Zu den verbotenen Items gibt es auch noch ein bisschen was, nämlich den Gengar-Nid, den Kangamanid, den Lugognid, den Flunkiefernid, den Brutalandernid, den Lucarionid und der Seelentau. Dann noch die Sleep Claws. Durch eigene Attacken dürfen maximal ein gegnerisches Pokémon gleichzeitig eingeschläfert werden. Das hat den Sinn, dass ihr nicht das ganze Team mit irgendeinem Vivillon vom irgendwie schlafen legt oder so. So, jetzt darf der Benny weitermachen. Zu der Spezies Claws gehört ein Team darf keine zwei Pokémon identischer Pokédex-Nummer enthalten. Das bedeutet zum Beispiel auch Rotom in verschiedenen Formen dürfen nicht benutzt werden. Zu der Mudiklaus, die Gefühlswippe ist verboten. Ja, und dann kommen wir auch schon nächsten Folie. Einmal die Evasion Claws, Erhöhung von Fluchtwerten durch Attacken, Fähigkeiten oder Items sind verboten. Zum Beispiel wäre die Attacke Doppelteam oder das Item Blendpuder gemeint. Dann die One-Hit-KO-Claws, die Attacken Hornbohrer, Guillotine, Geofisso und Eiseskälte sind natürlich auch verboten. Ja, und dann hätten wir noch die Baitenpass-Claws. In einem Team darf maximal ein Pokémon die Attacke Staffette beherrschen. Und dann hätten wir noch die Zwergatlaus, die Attackeangeberei ist verboten. So, dann noch die Endless Battle Claws. Ein Pokémon darf nicht gleichzeitig eine Heilattacke, die Fähigkeit Reiche Ernte oder die Attacke Aufbereitung und eine Yonagobeere haben, da eine solche Kombination zu einem endlosen Kampf führen kann. Und dann noch die Item Claws. In einem Team darf jedes Item natürlich nur einmal vorhanden sein. Euer Team, ihr dürft insgesamt 12 Pokémon mitnehmen. Während der Challenge dürft ihr weder Movesets noch getragene Items verändern. Wenn die zwei eurer Pokémon dasselbe Item haben, dürft ihr sie nicht zusammen in einem Team verwenden. Passt hier also auf. Solltet ihr mitten in der Challenge merken, dass eines eurer Pokémon nichts bringt, so dürft ihr es einmalig gegen ein anderes Pokémon tauschen. So, kommen wir nun zu den Arenen. Für jeweils 2 gewonnene Arena-Kämpfe gibt es ein Continue. Wenn ihr mal einen Kampf verlieren solltet, so verliert ihr ein Continue und dürft erneut kämpfen. Verliert ihr, wenn ihr kein Continue mehr habt, so scheidet ihr aus der Challenge aus. Daher ist es zum Empfehlen, zuerst die Arenen anzugehen, mit denen ihr voraussichtlich am wenigsten Schwierigkeiten haben werdet. Ab der Top 4 gibt es keine Continues mehr, ihr dürft aber eure übrigen Continues, die ihr von den Arenen in die Top 4 angesammelt habt, mitnehmen. Okay, als nächstes kommen wir zu den 8 verschiedenen Arenen. Ich habe einmal den Typ Feuer mit meinem Glurak, Ramot, Panferno, Heatran, Entei und Fiaro. Mein Typ Flug besteht aus Garados, Demeteros, Zapdos, Voltolos, Boreos und Panzereron. Und mein Normaltyp besteht aus Schlappohr, Staraptor, Geradax, Illesat, Meloetta und Porygon 2. Nun kommen wir zu meinen Arenen. Ich besitze das Gift-Team mit Bisaflor, Slymog, Xpat, Piondragi, Dentoxa und Serapentra. Dann habe ich noch das Undicht-Team mit einem Trikepalo, Nachtara, Cesorio, Desporter, Krippok und Gefeldes. Dann habe ich noch ein Gestein-Pflanzen-Team mit einem Aerodactyl, Tentantel, Kukowai, Fulipurba, Potrot,
und Monagoras. So, und ich habe natürlich auch noch zwei Arenen. Ich habe noch eine Kampfarena mit Galagladi, Lucario, Resladero, Irokex, Brigaron und Panferno und dann noch eine Psycho-Arena mit Psyana, Latias, Latios, Turbots, Selfe und Zytomega. Die Top 4 darf natürlich auch nicht fehlen, da hätten wir von mir dieses Mal zwei Teams. Zum einen ein Legendenteam mit Mew, Celebi, Jirachi, Manaphy, Shaymin und Victini. Und dann noch ein Wasserteam mit Admurai, Sumpex, Quaxo, Impoleon, Aquana und Austos. Dann haben wir von mir noch ein Feenteam mit Pixie, Azumarill, Gardevoir, Ordoch, Florges und Togekiss. Und von mir haben wir noch ein recht interessantes Mischteam. Ein Typ vom Drache Stahl mit einem Glurak, mit einem Latios, mit einem Viscogon, mit einem Cherox, Panzer Aeron und einem Jirachi. So, und als letztes hätten wir dann noch den Champ, den ihr selber bekämpfen müsst, bevor ihr selber natürlich zum Champ anersehen werdet. Hier haben wir weder den Namen, noch den FC-Code, noch irgendwelche Pokémon angegeben, weil es halt der schwerste Gegner ist. Und so viel sei gesagt, ihr müsst euch sehr gut darauf vorbereiten, ihr müsst sehr vorsichtig sein und es ist auf jeden Fall ein Mischteam. So, zum Schluss müsst ihr natürlich auch noch wissen, wie ihr uns irgendwie erreichen könnt. Also, ich habe hier euch mal meinen Skype-Namen gegeben. Addet mich einfach auf Skype und schreibt in dieser Willkommensnachricht irgendwas mit Arena Challenge rein, damit ich einfach weiß, dass ihr euch dafür interessiert. Zu allerletzt noch, was braucht ihr alles zur Anmeldung? Natürlich benötigt ihr eine Version von Omega Rubin oder Alpha Saphir. Mit X und Y könnt ihr hier leider nicht mitspielen, da wir hier einige Megas benutzen, die in X und Y noch nicht vorhanden waren. Dann braucht ihr natürlich Skype, weil ihr sonst überhaupt nicht an uns rankommt. Dann brauchen wir von euch natürlich auch noch etwas, und zwar zum einen euren Nintendo 3DS Freundescode, damit wir überhaupt miteinander kämpfen können. Und zum anderen hätte ich gerne von euch ein paar Informationen. Zum einen brauche ich alle 12 Pokémon, mit denen ihr bei der ganzen Sache mitmachen wollt, ihre Attacken, also alle 4, ihr Item und ihre Fähigkeit. Das wär's dann aber erstmal. Wir hoffen, dass wir mit diesem Video euer Interesse geweckt haben und wir hoffen, dass wir uns bald in der Arena wiedersehen. Ciao Leute und vergesst den Scheiß abonniert nicht.